Hallo liebe Hüterinnen und Hüter und herzlich willkommen hier bei eurer Destiny Infobase. Mein Name ist Christopher und heute gibt es den letzten Part des Guides, wie ihr die Xenophage bekommen könnt, das exotische Maschinengewehr. Ihr findet jetzt oben rechts in der Infokarte die letzten beiden Videos, die es dazu gab. Es sind nämlich mehrere Schritte, daher wollte ich das hier in verschiedene Videos einteilen. Und jetzt befinden wir uns eben beim Questschritt der Abstieg. Dafür müssen wir in die Grube der Ketzerei, in den neuen Dungeon. Falls ihr also noch nicht an der Stelle seid, schaut oben in die Infocard. Dort wird euch verraten, wie ihr zu diesem Schritt kommt. Nun, für den Abstieg sozusagen, für den Questschritt müssen wir in den Dungeon. Und müssen nicht den ganzen Dungeon durchspielen, keine Angst, sondern erstmal natürlich hinein über den Weg, den ihr hier seht. Also ihr geht ganz normal in die Aktivität, lauft dann den Weg, bis ihr sozusagen zur ersten Phase des Dungeons kommt, wo ihr diese kleine Festung hier seht, sage ich immer, diese verschiedenen Türme mit den grünen Scharsymbolen über dem Turm. Hier springt ihr erstmal zu oder gelangt ihr zu einem der ersten Türme. Also ihr geht zum ersten Hauptturm sozusagen, den ihr findet, und dort ist ein Scharritter drin. Den Scharritter macht ihr erstmal platt und nehmt das Schwert an euch, denn das Schwert ist sehr, sehr wichtig für die Phasen, die kommen. Daher solltet ihr es auf jeden Fall an euch nehmen. Also ihr macht ihn platt und nehmt euch das Schwert. Es spawnt dann auch nochmal ein Scharritter. Ab dem Moment, wo ihr ihn platt gemacht habt, spawnen die dann auch draußen mit dem Schwert auf der Brücke. Also wenn ihr mal kein Schwert habt, dann, beziehungsweise einer von euch stirbt, Dann könnt ihr das Schwert eben von der Brücke oder sucht euch auf der Brücke einen Ritter, der lässt dann wieder eins droppen. Was wichtig ist in diesem Hauptraum, wenn ihr euch dort befindet, dort sind oben an diesen Ketten drei Schar-Symbole. Prägt euch die ein, beziehungsweise fotografiert sie ab, zeichnet sie ab, whatever. Wenn ihr diese Symbole jetzt im Kopf habt, könnt ihr nämlich nach draußen gehen und dort habt ihr nämlich auch die Schar-Symbole über den Türmen. Nun müsst ihr euch diese drei Symbole raussuchen. Das heißt, ihr habt diese drei Symbole, das heißt, ihr habt drei Türme, die ihr erkunden müsst, über denen genau diese drei Symbole schweben. Und in diesen Türmen oder in diesen Räumen befinden sich drei Minibosse. Zum einen eine Hexe, in dem nächsten Raum ein Ritter und ein Kreischer. Die haben jeweils verschiedene Taktiken, wie ihr sie platt machen könnt. Also ich empfehle euch übrigens, den ganzen Dungeon nicht allein zu machen. Das wäre vielleicht zu zweit, zu dritt ganz gut. Ihr geht in den ersten Raum rein. Wir gehen jetzt zum Beispiel mal vom Ritter aus. Den könnt ihr relativ einfach mit einem Schwert besiegen. Ne? Dann nehmt ihr ein Schwert, am besten zu zweit, zu dritt. Haut da drauf wie bescheuert und dann geht der relativ schnell down. Immer gucken, dass ihr von ihm nicht volle Breitseite das Schwert vor die Ärmel gekloppt bekommt. Ansonsten ist der mit am einfachsten von den Bossen. So, dann habt ihr das erste Symbol. Ihr könnt dann auch nach oben gucken, dann ist nämlich eines der Symbole weg. Das heißt, okay, die anderen beiden Symbole, da muss ich noch hin zu diesen Türmen. Nehmen wir uns hier zum Beispiel die Hexe. Wenn wir die jetzt nehmen, für die Hexe ist die Taktik eigentlich ganz einfach. Die könnt ihr mit Distanzattacken verwunden. Hierfür können wir einen schweren Angriff sozusagen nutzen. Es geht auch, wenn einer von euch, sage ich mal, so ein bisschen die Agro der Hexe auf sich zieht. In der anderen Zeit kommt der andere angesprintet und haut sie mit schweren Angriffen eben weg. Erst ihr Schild runter, also links und rechts sind zwei Hexen. Und dann, wenn ihr die weggehauen habt, würde ich mir die Hexe in der Mitte tatsächlich vornehmen. Ist auch nicht so schwer. Und auch hier wieder verschwindet ein Symbol und dann ist nur noch eins übrig. Übrigens, in welcher Reihenfolge ihr das macht, scheint egal zu sein. Wir gingen immer davon aus, ihr müsst erst das erste Symbol machen, dann das letzte, dann das mittlere. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass wir das erste, das zweite und das dritte machen. Also Reihenfolge scheint tatsächlich hier egal zu sein. Jetzt bleibt zum Beispiel noch der Kreischer übrig. Und
Ja, der nimmt euch natürlich unter Beschuss, der greift euch an. Das heißt, irgendwer muss ihn vielleicht auch hier wieder ein bisschen ablenken. Aber praktischerweise könnt ihr die Schüsse, die er losfeuert, auch auf ihn zurückprallen lassen. Denn indem ihr mit eurem Schwert sozusagen blockt, werden seine Schüsse umgelenkt auf ihn selber. Und dann geht ihr auch relativ schnell down. Ihr müsst bei ihm nur aufpassen, links und rechts sind zwei Oger, auf die Bedacht nehmen und ansonsten die Schüsse blocken mit dem Schwert und auf ihn sozusagen zurückhämmern. Dann habt ihr diese Bosse sozusagen besiegt, dann geht ihr raus aus dem Raum, seht einen hellen Lichtstrahl, der markiert sozusagen die nächste Stelle, zu der ihr müsst. Auch hier nochmal Gegner platt machen, dann kommt ihr zu einem Durchgang mit einer kleinen Loot-Chest, dort lauft ihr eben vorbei und dann seid ihr an einer Stelle, an der es ganz, ganz, ganz viele Türen gibt, liebe Freunde. Die sind aber alle nur zur Verwirrung da. Ihr müsst in die obere Reihe, ich zeige das hier mal ganz genau, in die obere Reihe müsst ihr und von dort aus, wenn ihr in der Mitte steht, die vorletzte Tür sozusagen. Dort befindet sich auf dem Boden eine Scharglyphe oder auch wieder Scharzeichen. Das ist schon mal ein Zeichen, okay, ich bin richtig. Da geht ihr dann rein in diese Tür und dort liegt etwas auf dem Boden. Das nehmt ihr auf, damit ihr den nächsten Questschritt Entdeckung bekommt. Dann hüpft ihr wieder zurück an die Stelle, wo ihr hergekommen seid, auf diese kleine Rampe, auf den Vorsprung und dann geht es eben weiter in die nächste Phase. Hier zeige ich euch, wo es lang geht. Also die Türen sind vollkommen irrelevant. Ihr müsst nur diesen kleinen Schlitz in der Wand finden. Der ist unten rechts. Und dann geht es weiter. Jetzt müsst ihr in der nächsten Phase ganz... Also ihr lauft hier erstmal durch, so wie ihr seht. Und dann gibt es drei Gänge sozusagen. Und die werden von unbesiegbaren Ogern bewacht. Deswegen passt auf die Oger auf, dass die euch nicht kaputt schießen. Wenn ihr hier runterkommt in diese Phase, haltet euch erstmal ganz links. Ich zeige das hier. Und dann habt ihr hier so ein hier unten so einen kleinen Felsvorsprung. Und da müsst ihr erstmal drauf springen, weiterlaufen bis zu dem Punkt, den ihr hier seht. Hier stellt ihr euch drauf, auf diese Platte sozusagen und dann schweben hier solche Plattformen hervor und dort muss einer von euch hinspringen und diesen Feuerball aus der letzten Plattform rausnehmen und damit, das ist jetzt ganz wichtig, müsst ihr wieder zurück, also ihr lauft wieder bis zur Mitte, wo ihr hergekommen seid und haltet euch dann immer rechts an der Wand, immer schön rechts halten und dann kommt eine Tür mit zwei Fackeln, die ist erstmal egal, das ist nicht die Tür, um die es sich handelt, sondern die nächste Tür, die rechts an der Wand ist. Und auch hier ist wieder eine Scharglyphe an der Wand, die euch erkennen lässt, jawohl, ich bin hier richtig. Und links neben dieser Scharglyphe ist eben eine Tür, da müsst ihr auf dem Boden alle beide, ja, ich sag mal, diese Schalen entzünden mit diesem Feuerball und dann öffnet sich die Tür. Auch hier wieder im rechten Gang lauert auch ein Oger, nutzt diese kleinen Gänge hier, ich zeige sie euch mal, um euch zu verstecken, falls ein Oger kommt und dann könnt ihr eben im passenden Moment zu der Tür rennen, die Fackel sozusagen entzünden oder die Schalen, wie auch immer man es nennen möchte, ist ja egal. Dann öffnet sich der Gang und ihr habt die letzte Phase. Ihr müsst nun Volmar, der Verseuchte, töten oder Volmar, die Verseuchte, wie auch immer. Und das ist tatsächlich ein richtig, richtig harter Kampf und das wird euch nochmal fordern, denn ihr könnt sie nicht einfach nur so angreifen. Das wäre natürlich zu einfach, sondern ihr müsst auf die Elemente achten, die im Raum, im Vorraum zur Bossphase markiert sind. Also hier sind erstmal ein paar kleine Gegner, die macht ihr natürlich platt und dann schauen wir uns mal an, was es hier im Vorraum zu sehen gibt und ich erkläre euch das. Ihr habt also in diesem Vorraum vier Feuerschalen und die stehen im Prinzip für vier verschiedene Schadensarten, die ihr machen könnt. Also ihr seht das hier schon, Leere, brauche ich euch nicht erklären, wie Leere aussieht, Solar ist natürlich dieses Feurige, dann haben wir im Arkus, das ist blau und eben Kinetikschaden, das ist eine Schale, die sozusagen einfach
schwarz ist, also die hat nichts, die ist neutral. Und darüber sind solche Char-Symbole. Und die müsst ihr euch merken. Ihr habt jetzt auf der linken Seite des Bildschirms habt ihr immer einen Buff aktiviert. So, je nachdem, ob das, ich lese jetzt mal vor, es gibt einmal neutrales Grauen, das heißt, das ist der Buff für Kinetikschaden. Es gibt Abyssalvergeltung, das ist leerer Schaden. Tosendes Grauen ist Arkusschaden und feuriges Grauen ist Solarschaden. So, das heißt, je nachdem, was bei euch aktiviert ist, müsst ihr das Symbol, was über diesem Buff ist, also zeichnet euch auch hier wieder die vier Symbole am besten ab. So, und wenn jetzt zum Beispiel feuriges Grauen aktiviert ist, ja, dann heißt das Solarschaden. Das heißt, dass ich gehe im Vorraum, wenn ich es mir noch nicht abgezeichnet habe, gehe ich zu dieser feurigen Schale und schaue mir das Char-Symbol da drüber an. Und das muss ich jetzt im Raum, da der weitergeht, im nächsten Raum, wo der Boss sich befindet, finden. Dort in der Mitte ist ein Altar, dort muss ich eine Kugel rausnehmen, ne, wie wir das schon aus vielen Schritten in dieser Quest kennen, und muss dieses Symbol, was ich gerade im Vorraum für den Solarschaden gesehen habe, das muss ich im Bossraum suchen. Ihr habt jeweils oben und unten an den Ecken habt ihr eben feurige, oder nicht feurige Schalen, aber so kleine Schalen, und auch darüber sind Symbole. Und da muss das Symbol für den Solarschaden auftauchen und das müsst ihr entzünden. Wenn ihr das entzündet habt, dann könnt ihr Solarschaden auf die Hexe machen. Das heißt, ihr könnt jeweils auch immer nur das Element sozusagen nutzen, welches gerade aktiviert ist, der Buff. Das heißt, wenn ihr das jetzt entzündet habt, könnt ihr logischerweise nur Solarschaden machen. Das Ganze geht dann nicht unendlich, das heißt, nutzt die Zeit auf die Hexe drauf und dann wieder das Gleiche. Diesmal wechselt der Buff, dann kann es eben tosendes Grauen sein, Abyssalvergeltung, neutrales Grauen. Das heißt, ihr schaut euch wieder die Symbole an, wenn ihr links in der Ecke seht, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Abyssalvergeltung, dann muss ich leerer Schaden machen. Wie sah denn das Symbol für leerer aus? Und das suche ich jetzt in der Ecke oben oder unten im Bossraum, entzünde das und mache mit dem jeweiligen Element sozusagen Schaden am Boss, bis der Boss tot ist. Hier eine kleine Anmerkung meinerseits, der Boss ist doch schon ganz schön stark, 980, die Gegner im Raum 970, das heißt, schaut, dass es vom Powerlevel her passt, das ist nämlich ganz schön knackig, nehmt euch ein paar Kollegen mit eventuell und dann sollte das mit der eben erklärten Vorgehensweise, ja, nicht kein Problem, aber dann sollte es funktionieren und ihr habt auch kein Zeitlimit, irgendwas, das heißt, schaut immer drauf, dass immer auch einer von euch am Leben bleibt, denn sonst müsst ihr das Ganze wieder von ganz von vorne und das möchte natürlich keiner. Und ja, das war's auch schon, liebe Freunde. Wenn ihr das geschafft habt, dann ist die Hexe oder dann ist sozusagen Volmar der Verseuchte platt gemacht und ihr müsst jetzt nur noch zu Aeris Morn zurückkehren und bekommt von ihr eben das schwere Maschinengewehr Xenophage. So, Freunde, wir hoffen, wir konnten euch im Rahmen dieser Guide-Reihe helfen, die Waffe an euch zu nehmen. Wie gesagt, wenn ihr noch ein paar Schritte vorher seid, dann schaut oben in die Infocard, dort gibt es die jeweiligen Videos. Ich bedanke mich auch nochmal bei meinem Kollegen Nick, der mir für die letzte Phase das Gameplay zur Verfügung gestellt hat. Und ja, bis dahin, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonnieren und die Glocke aktivieren und in Zukunft dann auch nichts zu verpassen, um weiterhin dran zu bleiben, denn wir werden mehr von solchen Content bringen. Ansonsten wünsche euch das Team der Destiny Infobase jetzt noch einen guten Loot im Licht des Reisenden.